Ich zum Dunwall Tower. Zurück zum Korb meiner eigenen Lust. Das werde ich. Delilah wird wieder sterblich sein. Sie lassen Emilys Mutter in Vergessenheit geraten. Wissen Sie, wo meine Mutter liegt? In einem Kindersarg. Ihre dünnen Beine unter dem Körper. Ich hatte kein Geld für eine richtige Beerdigung. Aber mein Vater liegt in der Kaisergruft. Sie lügen. Sie können es nicht akzeptieren. Sie kam als Geschenk nach Dunwall, wie eine Schachtel Süßigkeiten. Mehr waren sie nicht wert. Ich wohne im Herzen ihrer Liebsten und schlafe im Bett ihrer unehelichen Tochter. Eines hat mich Kanaka gelehrt. Herkunft sollte keinem das Recht zu herrschen geben. Man erhält es, indem man den Menschen dient, die einen brauchen. Nun werde ich ihre Tyrannei beenden, Delilah. Ah, Leute, endlich wieder in Dunwall. Gottes haben wir hier nicht nur friedliches, aber würde ich sagen. Das war so nicht geplant. Lege Bratwurst. Zieh ich. Kein Stuhl. Schwere Zeiten in Dunwall. Die neue Kaiserin und ihre Leute sind an der Macht. Ich gehe ein Risiko ein, die Waren hierher liefern zu lassen. Hand drauf. War mir eine Freude. Sie werden es nicht bereuen. Die Stadt fällt auseinander. Kommen Sie wieder, wenn Sie was brauchen. Gut, dass wir einen Schwarzmarkt haben. Nach dem Staatsstreich sitzt Delilah Colbin, ehemals Delilah Copperspoon, immer noch auf dem Thron von im Dunwall Tower. Die Bewohner des Bezirks sind größtenteils geflohen, Geschäfte und Wohnungen verfallen und immer weiter. Teilweise wurden sogar Barrikaden in engen Straßen errichtet, um die seltsamen Umtriebe der unsere neue Herrscherin begleitenden Frauen einzudämmen. Auf der Suche nach Gelegenheiten werden die örtlichen Banden hier immer wieder fündig. Persönlich bestätigen kann ich die verstärkte Anwesenheit der Hutmacher, deren Anzahl seit der Rekrutierung von Waisenkindern stark zugenommen hat. Ihr unerschrockener Reporter wird Ihnen auch weiterhin aktuelle Nachrichten liefern. Wie immer werde ich die Ereignisse nach bestem Wissen interpretieren. Beim Dunwall-Kurier sind wir bemüht, nach Möglichkeit alle Seiten wiederzugeben. Aber natürlich haben wir, so wie alle journalistischen Quellen, auch eine eigene Perspektive und eigene Werte. Das schaut schon mit ein. Willkommen zurück. War gar nicht weg. Wie heißt denn das Wort? Dunwall-Kurier, da. Da hat sich wohl einer in Boyle. Im Dunwall Tower in Senderäumchen gesetzt. Wer sind Sie? Halt! Lord Corvo! Kann das sein? Hallo. Ich war zu Hause in Sarkonos, um die Lyders Unterstützer anzugreifen. Die Verantwortlichen hinter dem Putsch gegen Emily. Waren Sie erfolgreich? Hier herrscht das Chaos. Ich weiß jetzt, wie man Delilah besiegt.
Ich stürze sie und finde einen Weg, meiner Tochter wieder auf den Thron zu helfen. Das sind die besten Neuigkeiten seit langem. Sie haben meine Unterstützung. Was Sie auch brauchen, fragen Sie. Sobald es sicher ist, berichten Sie davon. Wenn ich gewinne, lade ich Sie in den Dunwall Tower zu einem Interview ein. Da freut er sich jetzt. Ja, was du hier hast, das ist nicht dringend brauchen wie. Korb. Ja. So. Viel Glück im Dunwall Tower. Erinnert ihr euch? Hier fing damals alles an. Jetzt die Frage, kommen wir auch einfach wieder. Das ist jetzt einfach mal. Unten ist zwar das Ziel, das sehen wir zwar, aber ich will mal versuchen, mich wieder oben in den Herzraum zu bekommen. Delilah. Eigentlich. Eine Lautsprecherdurchsage machen. Bürger von Dunwall. Jahrzehntelang habe ich diese Stadt verteidigt. Doch ich habe versagt. Und dann entriss eine Verbrecherin meiner Tochter Emily Caldwin den Thron. Und da Delilah musste dir qualvoll leiden. Doch ich bin zurück und werde alles tun, um euch eure rechtmäßige Kaiserin und mit ihr Stabilität und Frieden wiederzugeben. Das schwöre ich. Corvo Atano. Gefällt mir nicht. Ich sehe mich mal um. Mit denen werde ich übrigens kein Mitleid haben. Das war cool. Das habe ich noch nie gesehen. Durchsage hier machen kann.
Ja, Leute. Sagen. Jetzt da rein. Also schon cool. Diese Lautsprecherdurchsage habe ich auch noch nie gesehen. Es ist cool, dass man immer wieder was Neues entdeckt. Das liebe ich an diesem Spiel. Also muss ich ehrlich sagen. Also man hat das einfach. Ne? Man geht hier durch und geht durch und geht durch. Man findet immer wieder irgendwo eine Ecke, bei der man noch nie war. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, hochzuklettern. Verstehe ich gar nicht eigentlich. Also es würde hier noch viel leben. Aber die haben auf jeden Fall sehr viel. Ja, auf jeden Fall dagegen zu kämpfen. Aufseher. Ich sah den Sturz des Oberaufsehers. Alles ist verloren. Verschwinden Sie. Der Orden hat den Tower angegriffen. Irgendwie wurden wir besiegt. Nicht nur durch Delilahs Hexen und Grabhunde, auch durch mechanische Menschen, automatische Soldaten. Die alte Musik war nutzlos gegen sie. Ruhen Sie sich aus. Ich werde Delilahs Herrschaft beenden. Ich schwöre es. An der Pforte des Todes rieche ich die Verderbnis des Nichts. Ein Ketzer gegen einen Ketzer. Lachhaft. Die Welt ist verdammt. Bruder Fitz, ich wünsche dir Mut auf deiner Expedition ins Herz der Korruption, einen strahlenden Dunwald. Wisse, dass Delilah neben ihrer okkulten Ketzerei auch voller Heimtückel steckt. Sei wachsam. Stürme den Tower und schütze Oberaufseher Kulan deinem Leben. Er wird uns auf den rechten Pfad zurückführen. Und noch etwas, seit Jahren ranken sich Gerüchte um den kaiserlichen Schutzherrn. Wenn du siegreich warst, dann begib dich alleine in seine Gemächer und suche nach Hinweisen auf die Ketzerei. Berichte anschließend allein mir davon. Mein Leben für den Orden und den Orden wackelt. Bester Roswin. Ja, tut mir leid, mein Freund, aber du... Ich hab getan, was ich konnte. Habe dem Orden bestmöglich gedient. Du wirst aber nicht mehr dazu kommen. Richtig aufgeräumt, ne? Das Gebäude. Ja, das ist ziemlich amüsant. Hier ist ja der Dunwall Tower. Das ist das Gebäude, in dem wir am Anfang angefangen haben. Das Gebäude habe ich beim letzten Mal gesehen. In Teil 1 noch. So, wir sehen es auch gleich, glaube ich, wenn ich alles richtig im Kopf habe. Sehen wir gleich auch einen Teil der Map, die wir schon kennen. Kupfer ertränkt, Cyan dich in deinen Träumen ablenkt. Vier Hände, sieben
mischen geschwind, stellen Pigmente her, locken den Wind, flinke Finger mit farbigen Flecken, den Regen hier. So, da vorne, da kommt die Wasserschleuse. Heißt, wir sind jetzt hier tatsächlich in dem Bereich. Schattieren und tönen den ganzen Tag, zerstoßen und mischen für tiefstes Schwarz. Acht Hände, sieben mischen geschwind, stellen Pigmente her, blocken den Wind, flinke Finger mit. Du hast es versucht, würde ich sagen. Nein, Onkel. Ich hätte natürlich jetzt mich quer über die ganze Karte schnetzeln können, ne? Aber das ist ja nicht Sinn der Übung. So, da sind wir wieder im Dunwall. Zurück zu Hause. Sitz von Delilah. Nach diesem erbärmlichen Angriff des Ordens will ich, dass der Sicherheitsraum abgeschaltet und dieser klapprige Apparat gesperrt wird. Keine Bittsteller mehr aus der Stadt und die um meine Gnade winsen. Kommen Sie nur noch in meinen Thronsaal, wenn Sie wirklich in Not sind. Wehe all denen außerhalb des Zirkels, die mich beim Malen stehen. Die Aufseher waren wohl unser letzter ernstzunehmender Feind, sind nun geschlagen. Und sie sollten auch mit allen anderen fertig werden. Kaiserin Delilah Colton. Ich muss den Sicherheitsraum erreichen, um den Strom im Tower einzuschalten und den Aufzug zu aktivieren. Zeit in dieser düsteren Aufseherkapelle. Was läuft da? Woran arbeitet sie? Sie fand es wohl lustig, die Kapelle als Studio zu benutzen, um Pigmente zu mischen, wo diese Idioten ihren Unsinn predigten. Aber sie ging in den Thronsaal, als sie bereit war, ihr neues Bild zu malen. Immer spannend, wenn sie etwas formt oder malt. Ja, aber dieses ist was Besonderes. Delilah sagt, es wird alles verändern. Die Welt und alle Sphären darüber hinaus. Wagen Sie einen Blick, wenn Sie sich trauen. Auch wollen wir nicht verbleiben. Da sind wir hier im Inneren des Sunball Towers, wie auch Teil 1 schon. Ich kann den Aufzug benutzen, um zu Delilah im Thronsaal zu fahren. Der Oberaufseher. Ist der Thronsaal neu gebaut worden? Muss ja, ne? Weil damals war er ja offensichtlich noch nicht da. So.
Apropos. Kräfte. Jetzt friert die Zeit ein, wenn ich nicht bewege. Das hier war das Zimmer des, des Lordregenten damals. Jetzt die Gemächer des Schutzherrn. Sie werden dafür zahlen, was Sie mit dem Tower gemacht haben. Mit meinem Zimmer. Okay. Oh, wo ist hier? Ah. Die Map ist nach wie vor dieselbe. Ist da immer noch das Loch drin, was dann rüberführt? So still steht er. Hier habe ich kein Mitleid, du Hexe. Ja. Wer ist da? Wer ist da? Ist da jemand? Da war jemand. Wiedersehen. Mächtiger als vorher. Da können wir noch ganz froh sein, dass wir nicht hier waren, als sie angegriffen haben, diese Hexen. Weil dann hätte das echt eklig werden können, ne? Weil Corvo ja keine Kräfte hatte. Er muss doch hier sein. Hallo. Komm zurück. Das Viecher. Toll, jetzt hat der so einen Dreck hier. Aber wir müssen ausprobieren. Elektrostatische Last. Okay, das kann man also nicht einfach machen. Nein, den konnte man doch umprogrammieren.
Ja, das sind wirklich die ekelhaftesten Gegner überhaupt. Du hast volle HP in die Born hinten nicht einfach. Das mag ich wirklich nicht. Aber genau, okay. Sie werden dafür zahlen, was Sie mit dem Tower gemacht haben. Ja, P wenigstens voll, na, so, okay. Wenn ich jetzt hier letzte hin sein werde. Wie bitte? Genau da weiter, wo ich bin auch gehört habe. Ich mähe mich jetzt hier durch. Und gleich an der Stelle, wo wir vorhin waren, sehen wir uns dann wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.